Stehen wir früh am Morgen auf, gehen wir spät zur Ruh, beten wir zu unserem Herrn und er hört uns zu. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist, Samstag und am Sonntag immer ist er da. Und er hört uns zu. Schön, dass ihr uns zuhört. Kitzko, Geschichten fürs Ohr. Wenn ihr nicht zu uns könnt, kommen wir zu euch. Fast wie bei Jesus, der ist immer bei uns. Und bei mir ist wieder Emma, unsere Kirchenmaus. Hallo Emma. Hallo Kai. Oh, was hast du denn da an? Ist ja alles schwarz. Jo, ich komme eben vom Friedhof. Vom Friedhof? Ah nee, das ist aber doof. Der Friedhof ist doof, oder was? Klar, der Friedhof. Das ist alles so traurig. Du, Emma, der Friedhof ist an sich gar nicht traurig. Da gibt es Wiesen und Blumen und Bäume, da singen die Vögel und es gibt Eichhörnchen und Katzen. Katzen? Oh, Hilfe, da will ich jetzt erst recht nicht hin. Ich glaube, du meinst die Menschen, die traurig sind, die auf dem Friedhof sind. Ja, genau die meine ich. Ja, die sind meistens traurig. Weinen die dann auch? Jo, bestimmt. Manche weinen, wenn eine Beerdigung ist. Aber die Leute, die schon lange ein Grab besuchen und Blumen gießen und so, die weinen nicht mehr so sehr. Ich will nicht traurig sein. Das macht mich nur traurig. Ja, mich doch auch. Aber der Tod gehört nun mal zum Leben dazu, wie die Geburt. Alles fängt einmal an und hört dann auch wieder auf. Und dann buddelst du ein Loch und legst die Toten da rein, machst das Loch wieder zu und... Nein, ich doch nicht. Das macht der Bestatter oder der Gärtner vom Friedhof. Ich mach die Trauerfeier, wo die Urne oder der Sarg beerdigt werden. Eine Urne? Die ist doch so klein. Ja, die ist klein. Ja, und wie passen die Toten da rein? Die falten die doch nicht zusammen, oder was? Nein. Also da werden vorher die Toten verbrannt. Und dann kommt die Asche da rein. Aber dann kriegen die doch nichts mehr mit. Ja, die Toten im Sarg aber auch nicht. Kommen die dann auch nicht mehr in den Himmel? Wie meinst du das, Emma? Naja, also wenn jemand verbrannt ist und nichts mehr mitkriegt, kann er doch auch nicht mehr in den Himmel gehen. Ach so, meinst du das? Nein, 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 so geht das, glaube ich, nicht. Aber wie denn? Tja, wie... Wie stellst du dir das denn vor, Emma? Och, also ich stell mir vor, dass ich, wenn ich mal tot bin, auf einem Planeten lande, der nur aus Käse besteht. Miam! Klingt schön lecker. Und obwohl du dann tot bist und nichts mehr mitkriegst, kommst du dahin. Wirklich? Ganz bestimmt, Emma. Und meine Freunde und du, kommt ihr da auch hin? Boah, ich weiß nicht, ob ich auf einem Planeten aus Käse meine Ewigkeit verbringen möchte. Wie stellst du dir das vor im Himmel? Ja, vielleicht bin ich dann mit denen zusammen, die schon länger tot sind. Und dann können wir wieder was zusammen machen. Und dann kann ich Jesus alles fragen, was ich schon immer von ihm wissen wollte. Jesus? Ach ja, der ist ja auch da. Ja, das hat er uns auf jeden Fall versprochen. Er hat das mal seinen Jüngern gesagt. Warte mal eben, Moment. Da. Johannes 14 war das. Da. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Oh, heißt das, dass Jesus für jeden von uns eine Wohnung da oben hat? Klingt so, oder? Och, mir reicht ja ein Mauseloch, wo ich mit all meinen Freunden rumrennen und essen und spielen kann. Ja, das wäre schön. Dann ist der Friedhof für dich jetzt nicht mehr so traurig? Doch, natürlich. Wenn jemand nicht mehr da ist, dann bin ich natürlich traurig. Das waren die Freunde von Jesus auch an Karfreitag, als er gestorben ist. Aber was glaubst du, wie froh sie waren, als Jesus wieder auferstanden ist von den Toten? Und die waren bestimmt überglücklich. Und jetzt ist Jesus wieder da und wartet auf uns? Oh, warten nicht. Aber er ist dann ganz für uns da und das tröstet mich, dass alle, die jetzt schon tot sind, auch jetzt schon bei Jesus sind, ja. Die sind also weiter als wir. Genau, das sind sie. Klasse, Emma. Ja, also das heißt, ich darf auf dem Friedhof schon traurig sein, aber ich brauche keine Angst zu haben, weil es den Toten jetzt gut geht. Ja, so ist es.
Und deswegen ist Karfreitag auch gar kein ganz so trauriger Feiertag, weil ich ja weiß, dass Jesus wieder aufersteht und er für alle Toten da ist. Ja, das ist kein trauriger Feiertag. Und dafür bete ich noch, okay, Emma? Ja, gerne. Lieber Gott, wenn wir an unsere Toten denken, Menschen oder Tiere, dann sind wir traurig. Aber wir können auch dankbar sein, dass wir sie hatten. Wir hoffen, dass es ihnen jetzt bei dir gut geht und dass wir irgendwann mal wieder mit ihnen zusammen sein können, weil Jesus uns allen das versprochen hat. Amen. Jo, und nun, liebe Kinder, Emma und ich sagen... Ja, bis zum nächsten Kitzko, Geschichten fürs Ohr. Ja, und bis dahin möge Gott auf uns aufpassen. Er segne und behüte uns, er lasse es über uns leuchten und schenke uns Schutz und Gesundheit. Von allen Seiten.